Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019. Liebe Leana Da, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild ist dein Geburtshoroskop bildhaft nach indischen Astrologie. Das habe ich im Teil 2 erklärt. Dieses Geburtshoroskop, dieses Bild bleibt stehen. Da ändert sich gar nichts. Das ist diese Momentaufnahme, so wie der Himmel war über dir in dein Geburtsmoment. Was sich ändert, das bist du. Du machst Lebensschritte. Du bewegst dich gerade in einen Boden mit deinem Lebensalter im Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, zurzeit wirkt die Tierkreiszeichen Wassermann auf dein Leben. Originelle Ideen, mehr Leichtigkeit, mehr Weitblick, außergewöhnliche Lebensumstände, Überraschungen. Das, was du zurzeit erlebst. Diese Zeit geht jetzt vorbei und übergehst dann in die nächste Phase, in die nächste Periode, das beginnt jetzt dieses Jahr und das ist die Zeit, die Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet, du hinterlässt dir die Zeit Wassermann und beginnt, du bist gerade in diesem Grenzbereich, beginnt bei dir die Tierkreiszeichen Fischen und das nähert sich, das begrüßt dich dieses Jahr. Und das bedeutet, du nimmst vieles mit deinen Gefühlen wahr, lebst deine Kreativität, deine Träume, deine Spiritualität. Und nicht nur du änderst dich in dieser Zeit, sondern das beschreibt diese Einflüsse von außen. Also du änderst dich mit deinen Lebensschritten und befindest dich in dieser 7-Jahren-Periode. Die Wassermannzeit geht Ende und begrüßt du die Fischenzeit und das wirkt in die kommenden Jahren. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandersternen. Und sie aktivieren etwas im Horoskop. Und das betrachten wir. Die Mondenergie lasse ich jetzt weg, sonst ist das zu lang, weil Mond ändert sich die Position alle 2 Tage im Durchschnitt und das wäre zu ausführlich. Aber wir betrachten den Sonneneinfluss und die Planeten. Januar 2019. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Uranus bringt in dein Leben Umbrüche und Veränderungen und das erlebst hier im Widder, das wirkt in beiden Lebensbereichen, 10. und 11. Lebensbereich. Uranus bleibt ganzes Jahr hier und hier erlebst du die Veränderungen im Bekanntenkreis, Freundeskreis und beruflich. Saturn bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Schützen. Saturn hilft, alles in Form zu bringen und sorgt dafür, dass Sicherheit, Stabilität kommt. Und Saturn vermittelt auch Lernaufgabe und hat einen Einfluss auf unser Schicksal, auf unser Karma. Saturn bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Schütze und hat einen Einfluss auf deine Arbeit und hat einen Einfluss auf die Beziehung. Ganzes Jahr bleibt Saturn hier im Schütze. Natürlich nach indischen Berechnung. Pluto gibt die inneren Kraft und hilft uns einiges loslassen in unserem Leben und gibt uns diese Konzentration. Pluto
ist im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze und Pluto wirkt auf die Arbeit und wirkt auf die Partnerschaft. Da kommen die Veränderungen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann und Neptun bleibt auch ganzes Jahr im Wassermann und hat einen Einfluss auf Ausland, Auslandskontakte, aber auch Bildung, auch Spiritualität und auch diese Wandlung, diese Transformation. Neptun aktiviert auch diese Planeten in dein Horoskop, das bedeutet auch die Venus-Energie hat mit Liebe auch was zu tun, dein Selbst ändert sich, kommt diese Weisheit und natürlich die Lernaufgabe, deine Träume zum Leben, deine Kreativität zum Leben. Also diese Planeten bleiben ganzes Jahr und wirken auf diesem Lebensbereich. Und dann schauen wir, Sonne, Mond lasse ich weg, Sonne, Mars, Merkur, Venus, Jupiter, die bewegen sie sich schneller und das ändert sich immer wieder. Sonne befindet sich Januar in Tierkreiszeichen Schütze, da fließt die Lebensenergie und aktiviert bei dir Arbeit und Partnerschaft. Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Schütze, aktiviert auch die Bereich Arbeit, Partnerschaft. Hier sind Verhandlungen, Terminen, Verträgen, Gesprächen, Nachrichten natürlich auch. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Du verschönerst etwas zu Hause. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Da zeigst du Kraft. Kann auch eine männliche Person sein. Und Mars wirkt auf die Auslandskontakte und deine Berufung. Und das bedeutet, entweder setzt du dich durch, beruflich, bedeutet auch Kontakte zu einer männlichen Person, hat auch einen Einfluss zum Ausland, zu deiner Berufung. Und hier Mars aktiviert diese Themen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter bringt auch Glück, vermehrt etwas und wirkt auf den 5., 6. Lebensbereich. Die Mondenergie. Ich möchte jetzt nicht das erklären, die tägliche Mondbewegung, aber ich betone die 4 Mondphasen, beziehungsweise Vollmond, Neumond und Halbmond, einmal bei abnehmenden Mondphase, einmal bei zunehmenden Mondphase. Ich erkläre, was das genau bedeutet, was löst aus und du kannst immer diese Mondphasen zuordnen zum einzelnen Lebensbereichen. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit und die Klarheit zu bekommen, aber es ist wichtig, eher passiv zu sein, zurückhaltend sein. 6. Januar befindet sich Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. Beschreibt die Themen. Dieser Neumond wirkt auf deine Arbeit und auf deine Partnerschaft, da etwas verinnerlichen. Halbmond ist immer Spannung, löst Nervosität aus, Unsicherheit, vielleicht nicht bei uns selbst, aber wir erleben im Umgebung, alle sind so hektisch, nervös. 14. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen
und erlebst in diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichen Fischen befindet, Ausland, Auslandskontakte und im Beruflichen. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge und das bedeutet Klarheit, Orientierung, löst bei dir aus im ersten Lebensbereich, das heißt, du kommst im Glanz. Und im 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen, das heißt, du siehst hinter den Kulissen, was da passiert, du erkennst etwas, du erfährst die Wahrheit. Und 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Diese Spannung betrifft 3., 4. Lebensbereich. Ich werde jetzt nicht bei jedem Monat das erwähnen, was das auslöst. Ich erkläre, welchen Tag ist Vollmond, Neumond und Halbmond. Und du kannst selbst zuordnen zu den einzelnen Lebensbereichen, dort wo die Tierkreiszeichen befindet. Februar. Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, Januar auch, das habe ich vergessen zu sagen. Dieser Rahu aktiviert karmischen Themen hier im Krebs und in dein Geburtshoroskop ist Rahu hier im Krebs, also du hast zurzeit karmischen Themen und das bedeutet die Selbstdarstellung, die Selbstwertgefühl und Selbstfindung. Ketu befindet sich auch Januar, aber auch Februar. Das ist die alte Karma. Das ist hier im Tierkreiszeichen Steinbock, hat mit Partnerschaft etwas zu tun, hat auch mit dieser Transformation zu tun. Diese beiden Mondknoten aktiviert zurzeit bei dir karmischen Themen und das ist bei dir spürbar, weil genau hier befindet sich im Geburtshoroskop auch Rahu und Ketu und das dauert bis Ende März. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion, Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und aktiviert etwas in Partnerschaft, aber zeigt auch deine Kreativität im Arbeit. Sonne ist im Steinbock, Merkur ist auch im Steinbock. Und hier kann ämtlichen Themen handeln, Terminen, Verträgen, aber aktiviert auch die 7. Lebensbereich, weil die Steinbock hat hier noch auch einen Einfluss. Also 7., 8. Lebensbereich, hier kommt die Lebensenergie, also wichtig, das wird beleuchtet, das wird betont und bei Merkur Einfluss handelt sich auch um Gespräche, Nachrichten. Mars bleibt in Tierkreiszeichen Fische. 4. Februar ist Neumond in Tierkreiszeichen Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. Übergehen wir in den nächsten Monat und das ist März. Mars ändert sich die Position und übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Aktiviert 2 Lebensbereiche, 11., 10. Haus, das ist die Kraft, wie du dich durchsetzt in diesem Lebensbereich, kann auch eine männliche Person bedeuten. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Liebe ist sehr wichtig, kommt auch eine gewisse Transformation und Sonne befindet sich im Wassermann, Merkur im Tierkreiszeichen Fischen. Sonne hier im Wassermann,
Merkur in Fischen. Das kann bedeuten, dass du eine Nachricht bekommst von Ausland, Auslandskontakte, oder du lernst etwas und hier fließt die Lebensenergie, Transformation und diese Reise, Ausland oder eine innere Reise. 6. März ist Merkur rückläufig. Merkur bedeutet Handlungen, Terminen, Gespräche, Nachrichten, Verträge oder etwas lernen, vermittelt etwas, auch Wissen. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass es alles gebremst ist, bedeutet auch Vergangenheit. Jemand kehrt zurück von der Vergangenheit oder alte Themen werden wieder angesprochen. 6. März ist Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, Rahu und Ketu, diese beiden Mondknoten, ändert sich die Position. Rahu, was den neuen Weg, die neue Richtung zeigt, wo wir karmische Lernaufgaben haben. Rahu befindet sich dann im Zwillingen und bleibt ganzes Jahr in Zwillingen. Hat mit deiner Persönlichkeit etwas zu tun und auch im Karma, im 12. Lebensbereich liegt auch karmischen Themen. Und Ketu, was die alten Karma symbolisiert, ist dann im Schütze und aktiviert bei dir die Lebensbereich Arbeit und Partnerschaft. Und beide Mondknoten bleiben ganzes Jahr so. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Da setzt du deine Kraft ein. Und das bedeutet, die Freundschaften, 11. Lebensbereich und bei 12. Lebensbereich handelt es sich um Geheimnisse, auch geheime Feinde, wo du dich dann durchsetzen musst oder dich wehren musst. Mars bedeutet auch eine männliche Person, also Kontakte zum männlichen Person und das im Freundeskreis oder Geheimnisse mit diesem Mann ist auch möglich. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Also das heißt, Jupiter verlässt die Skorpion und übergeht im Schütze. Aktiviert Themen wie Arbeit und Partnerschaft. Jupiter vermehrt etwas, das sind Chancen, Möglichkeiten. Jupiter bringt auch Glück und Gerechtigkeit. Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück in Wassermann. Das kann Themen sein mit Ämtern. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Die Lebensenergie fließt in Berufung und Reisen. Und Venus befindet sich auch im Wassermann. So wie dein Geburts-Venus auch. Also ein Venus-Wiederkehr, also die Weiblichkeit ist sehr wichtig. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond im Zwillinge. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Die Lebensenergie fließt im Berufung und Freundeskreis. Mars bleibt im Stier.
Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Aktiviert Themen wie Kreativität oder Kinder oder Arbeit. Jupiter vermehrt auch etwas. Das kann auch Nachkommenschaft auch bedeuten. Oder Enkelkinder natürlich kann auch bedeuten. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Bei Merkur sind Nachrichten, Gespräche. Bei Venus ist die Liebe. In Tierkreiszeichen Fischen und das ist Lebensbereich wieder Reisen und Arbeit. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Venus ist in Tierkreiszeichen Widder. Und hier die Widderenergie ist im 10. und im 11. Lebensbereich. Hier die Venus zeigt entweder deine Kreativität oder die Verbindung zu einer weiblichen Person. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars übergeht im Tierkreiszeichen Zwillinge. Mars im Zwillinge, Sonne und Merkur im Stier. Aktiviert die Lebensenergie 11. und 12. Lebensbereich. Die 12. Lebensbereich bedeutet auch ein gewisser Rückzug, weil du brauchst die Kraft. Mars kann auch bedeuten, dass du diese Ruhe brauchst, weil in Ruhe liegt die Kraft. Also musst nicht unbedingt mit einer männlichen Person zu tun haben. Und hier die Merkur-Energie, Kontakte im Freundeskreis, aber auch die Geheimnisse zum Erfahren. Und das kann bedeuten, jemand vertraut seine oder ihre Geheimnisse und du erfährst. Kann auch bedeuten, du hast geheime Feinde und du erfährst die Schwätzen hinter deinem Rücken. Bedeutet auch, bewahre deine Geheimnisse und schweige. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Die Sonnenenergie bedeutet, entweder brauchst du diesen Rückzug, zur Ruhe kommen, in Ruhe liegt die Kraft, kann auch bedeuten, dass die Sonne beleuchtet die Geheimnisse und du erfährst etwas. Und hier liegt auch die Venus-Energie, das betrifft deine Weiblichkeit, betrifft aber auch Liebe, Partnerschaft. Mars und Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Krebs. Mars und Merkur aktiviert etwas in deiner Persönlichkeit, viele Gespräche. Bei Mars-Energie kann das auch die Impulse sein, dass du direkt was sagst oder das wird zu hektisch sein, zu viel. Kann auch bedeuten, mit einer männlichen Person kommst du im Gespräch. Das beeinflusst dein persönliches Umfeld. Aber auch die Werte, Wertschätzung oder die Finanzen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis.
Die Mondknoten ist im Schütze und dein Finsternis findet immer in Mondknoten statt. 25. ist Halbmond in Fischen. August, Uranus bleibt, Merkur ist in Zwillinge. Merkur ist rückläufig, kehrt wieder zum Zwillinge zurück. Natürlich kann das bedeuten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit und habt ihr wieder die Kontakte, die Gespräche. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Also die Lebensenergie fließt hier, deine Persönlichkeit, dein persönliches Umfeld und handelt sich auch mit Werten und Finanzen. Und bei Mars und Venus handelt sich auch um die Liebe, Partnerschaft. Alles andere bleibt. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Löwe. Und 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern. September, Sonne, Venus, Mars, Merkur ist im Löwe, Merkur auch, sind alle in Tierkreiszeichen Löwe und aktiviert bei dir zweiter, dritter Lebensbereich. Es handelt sich um Gespräche, um Liebe, Partnerschaft, mehr Klarheit, mehr Orientierung, alles andere bleibt. 19. September wird Saturn direktläufig, hat eine Bedeutung, weil Saturn beeinflusst die Schicksal und von diesem Tag dreht sich alles in diesem Lebensbereich, wo Saturn wirkt. Und das ist die Arbeit und die Partnerschaft. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Aktiviert bei dir etwas im dritten und vierten Lebensbereich. Und Merkur ist in Tierkreiszeichen Waage, aktiviert 4., 5. Lebensbereich. Bei Merkur geht es um Gesprächen, bei Mars geht es um eine männliche Person oder dich zu behaupten, Kraft zu zeigen. Sonne ist die Lebensenergie, Wahrheit, Licht, Klarheit, Orientierung. Und bei Venus ist die Kreativität oder eine Frau oder einfach deine Weiblichkeit. Und hier wird aktiviert. Alle anderen Planeten bleiben. 5. Oktober, Mars ist im Jungfrau. Ja, das habe ich. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November, Mars ist im Jungfrau, also Mars bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Waage. Und Merkur, Venus ist in Skorpion. Und aktiviert natürlich die Lebensbereiche. Alle andere bleibt. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November dreht sich alles, wird Merkur direktläufig.
28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Merkur war rückläufig, kehrt zurück im Waage. Und das bedeutet ein privates Nachricht von einer männlichen Person oder bedeutet, du sollst dich zurückziehen, Ruhe bewahren, etwas lesen oder lernen, du brauchst diese Kraft. Und Venus befindet sich im Schütze, Sonne im Skorpion. Sonne im Skorpion und Venus hier im Schütze, die Liebe, natürlich Liebe, Partnerschaft, aber hat einen Einfluss auch auf deine Arbeit, deine Kreativität oder in Verbindung zu einem Kollegen, natürlich auch möglich. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe und 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Leonarda, das war der dritte Teil des Horoskop-Analyse bzw. dieses Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.